Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute bin ich mal solo unterwegs. Und zwar habe ich gerade gesehen, dass Microsoft jetzt das Pricing bekannt gegeben hat für seine AI-Features. Wir wissen ja, AI, mega wichtiges Thema für Microsoft. Nicht nur, weil sie jetzt in OpenAI investiert haben, sondern der viel größere Grund ist natürlich, dass sie jetzt eben ihre bestehende Software viel teurer verkaufen können, wenn da jetzt eben die AI-Features mit drin sind. Und die ganze Zeit hat man sich ja gewundert, okay, packen die es jetzt einfach nur rein in die bestehenden Bundles und hoffen, dass die Leute dadurch eben weniger abspringen, weniger churnen. Na gut, das war nicht zu erwarten. Tatsächlich ist es so, dass sie jetzt eben $30 mehr pro User verlangen. Und bei Microsoft gibt es ja verschiedene Tarife. Es gibt ja irgendwie Business Standard, Business Premium, E3, E5, also verschiedene Enterprise-Tarife. Und diese zusätzlichen $30 sind jetzt zum Beispiel fast doppelt so viel wie dieser aktuelle E3-Tarif, beziehungsweise fast dreimal so hoch wie der Business Standard, denn Business Standard ist aktuell bei $12,50 im Monat und die neuen AI-Features, also Copilot, kosten dann eben $30, also fast das Dreifache. Und das Ding ist ja, es gibt halt manche Enterprise-Kunden, die geben wahrscheinlich irgendwie zig Millionen, hunderte Millionen, weiß nicht, vielleicht noch mehr im Jahr bei Microsoft aus. Da würden sich ja so gesehen die Kosten jetzt eben verdoppeln. Und ich bin mir sicher, alle Companies werden total dazu bereit sein, denn man wird dadurch einfach viel produktiver. Man kann jetzt ja diese KI-Features in Microsoft Office benutzen, das heißt in Word, in Excel und PowerPoint. Man kann dann eben in Word Entwürfe machen, also man kann dann eben Skripte schreiben, so ähnlich wie mit ChatGPT. Man kann dann eben PowerPoints erstellen lassen, zum Beispiel PowerPoint, kreiere mir jetzt eine 20-seitige Sales-Präsentation, ein Sales-Pitch-Deck mit der Zielgruppe, keine Ahnung, Venture Capitalisten. Und dann baut einem eben PowerPoint das Ganze zusammen. Man kann die KI-Features benutzen für Microsoft Excel. Das heißt, man kann dann eben einen Datensatz analysieren und dann eben sagen, okay, was steht in dem Datensatz drin? Was sind die Ausreißer? Mach mir mal ein Kuchendiagramm, mach mir ein Wasserfalldiagramm, mach mir mal irgendwelche Pivot-Tabellen. Das heißt, alles, wofür man bislang eben Excel-Skills braucht oder Microsoft Office-Skills, das kann man jetzt eben mit diesen Natural Language Prompts machen. Einige Companies haben das Ganze schon im Einsatz. Microsoft zeigt natürlich, dass sie total begeistert sind, kann ich mir aber auch vorstellen. Und das Ding ist jetzt aber, obwohl das halt so mega teuer ist, wird Microsoft die ganze Nachfrage gar nicht bedienen können. Also alle auf der Welt wollen jetzt eben diese Features haben und Microsoft kann es aber nur sequenziell ausrollen, denn auch Microsoft muss erstmal die Kapazität dafür bauen. Das heißt natürlich Data Center, das bedeutet GPUs, das bedeutet Nvidia Supercomputer, denn bislang war es ja so, dass wenn ich jetzt irgendwas in Microsoft Office oder Excel oder PowerPoint eben mache, dann läuft es ja mehr oder weniger lokal. Ja, ich kann es irgendwie in der Cloud speichern, aber das Generieren des Textes an sich, das passiert ja eben lokal. Und jetzt eben mit Generative AI ist dann eben jedes Mal dann eben auch, ja, der Supercomputer von Nvidia eben mit im Spiel. Gute Aussichten übrigens auch für Nvidia. Und deshalb muss Microsoft diese ganze Infrastruktur erstmal ausrollen. Das bedeutet, wenn euer Unternehmen jetzt zum Beispiel Microsoft-Kunde ist und gerne diese AI-Features hätte, dann kann es eben sein, dass ihr noch Wochen, Monate oder viele Monate darauf warten müsst, weil Microsoft eben ganz klar sagt, okay, wir haben unseren Rollout-Plan, wir bevorzugen natürlich unsere wichtigsten Kunden, die kommen zuerst zum Zug und deshalb kann es eben noch eine ganze Weile dauern, bis man alle damit versorgt werden. Für Microsoft ist natürlich ein fantastisches, ja, Szenario. Zufällig heute ist auch der Aktienkurs um 5% nach oben gegangen. Ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich genau was mit dem Pricing-Announcement zu tun hatte oder mit den ganzen anderen Announcements rund um Microsoft Inspire, die große Konferenz. Ich glaube, die ist jetzt auch die Tage. Insgesamt kann man ja sagen, dass Microsoft in den vergangenen Monaten ja 50% an Market Cap zugelegt hat, also fast 800 Milliarden Dollar. Und man sagt ja immer, wow, Microsoft hat 10 Milliarden in OpenAI investiert. Das sind natürlich Peanuts, wenn Microsoft dann eben diese Technologie unter anderem dazu nutzen kann, um jetzt eben Microsoft Office für $30 mehr im Monat zu verkaufen. Und damit werden sie natürlich viele, viele Milliarden mehr zusätzlich nicht nur dieses Jahr verdienen, sondern eben jedes Jahr. Das heißt, dieses Investment in OpenAI ist eben eine einmalige Geschichte, aber das Recurring Revenue von Microsoft Office und diesen ganzen anderen Tools werden sie dann eben in alle Ewigkeit haben. Von daher super spannend, glaube ich, dieses Additional Revenue durch die AI-Features und es wird eben nicht nur Microsoft so machen wollen. Google hat ja auch seine AI-Features vorgestellt für den Google Workspace. Bei Adobe gibt es eben die ganzen AI-Features von Adobe Firefly. Also ich denke, jede Software-Company auf der Welt wird jetzt eben AI-Features einführen. Das Einführen und das Bauen dieser Features ist eben teuer. Man braucht eben gute Produktmanager. Man braucht natürlich Entwickler, die eben diese ganzen KI-Features auch bauen. Man braucht die ganze
Infrastruktur dahinter. Aber wenn das Ganze mal aufgebaut ist und man dann eben wirklich von Millionen von Kunden auf einmal dann eben $20 mehr im Monat verlangen kann oder $30, wie im Fall von Microsoft, dann ist es natürlich gigantisch. Also aus meiner Sicht ein super Move von Microsoft. Andere Software-Companies werden nachziehen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn ihr mehr über AI wissen wollt, dann kann ich euch natürlich die AI Masterclass empfehlen. Die findet nächste Woche wieder statt. Das ist unser letzter Termin vor den Sommerferien. Also wir haben ja einmal im Monat die AI Masterclass, nur nicht im August. Das heißt, wir haben nächste Woche nochmal eine, dann erst wieder im September, Oktober, November und Dezember. Und mit dem Gutscheincode Podcast bekommt ihr 10% auf die Teilnahmegebühr. Ich hoffe, es geht euch gut und bis zum nächsten Mal.